Wir entscheiden uns natürlich für diesen gruseligen Satanzwisch. Ah, haben wir da jetzt was falsch getriggert? Wenn wir hier jetzt gucken, ist wieder der Satanzwisch. Das ist so verwirrend. Okay, hier waren wir schon. Da kommen wir auch nur wieder in demselben raus. Das heißt, wir müssen hier gerade und dann durch den Dutch. Okay. Ja, genau. Dann sind wir jetzt hier und müssen überlegen, wo es hingeht. Ja, warum nicht? Das sieht mehr nach Satan und Hölle und irgendwas schlimm aus. Eine Tür, die verschlossen ist. Ach je. Und wieder eine Art Herzschlag. Okay. Uncool. Auch uncool. Warum muss es denn mit Kindern irgendwas zu tun haben? Ist das nicht gruselig genug hier schon? Oh, Mensch. Ja. Nein, bitte nicht. Bitte. Nein. Bitte. Jetzt sind wir wieder hier. Heißt das, wir sind die falschen Wege gegangen und müssen dann nochmal lang, oder? Das Bild zerläuft auch immer noch. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwas Neues sein wird. Hier finden wir wohl wieder irgendetwas. Flüstern war zumindest jedes Mal da, wo man was finden konnte. Aber ich finde gerade nichts. Boah, das lässt auch einen auch keine Ruhe, das Spiel, ne? Also. Hä? Ja, aber ich finde hier nichts. Schade. Dann machen wir einfach wieder zu. Tschüss. Wenn sie nicht wollen, dann ja, dann eben nicht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. So. Machen wir hier zu, bitteschön. Dankeschön. Ah, jetzt kommen wir... Oder kommen wir nicht da auch her? Okay. Das haben wir schon von dem Raum mit der Schallplatte. Was haben wir da? I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Bitte was? Wer ist you? Okay. Kind, das ist nicht gesund. Darf ich mal gucken, was du da? Okay. Hier sonst noch was? Nein. Das können wir jetzt auch nicht mal wegnehmen. Jetzt haben wir sie gestört beim Malen. Die war da gerade so engagiert. Das hat doch eben irgendwas geklopft. Guck mal hier mal durch.
Da hat etwas geklopft. Hallo? Ich kann gar nicht aufmachen. Es hörte sich nach einem netten Menschen an, der da klopft. Ja, danke. War echt von einem ins andere. Das nimmt gerade... Also, es ist... Ja. Oh, die Pfeile zeigen nach da. Okay. Jetzt zeigen sie in unsere Richtung, in die G-Richtung. Danke. Was haben wir denn da? Teller. Teller. Die Geißel der Menschheit. Teller. Man macht sie sauber, um sie dreckig zu machen, nur um sie wieder sauber zu machen. Was? Ist jetzt was verschwunden, ohne dass wir gesehen haben, was es ist? Oh. Oh! Verschlossen. Können wir noch irgendeinen Schlüssel finden? Hm. Ja, super. Okay, dann auf ins Getümmel. Hey! Ja. Wir machen lieber... Ach komm, lass uns mal. Okay. Aber hier... Ach, da oben dreht sich's. Ja, es sieht bis jetzt ja noch ganz schön aus, wenn es nicht so verschwommen wäre. Ah, hier. Beste Idee. Beste Idee überhaupt. Jawohl. Na komm. Nein. Nein. Nichts? Okay, dann nicht. Aha. Immer dieses schwarze Wesen daneben dran. Und wir wurden ja auch schon dargestellt als ein nicht so netter Gesell mit Pinsel und Messer. Okay, jetzt haben wir das aufgezogen und jetzt müssen wir noch was anderes finden, oder wie? Wir haben so einen Aufziehschlüssel gefunden. Ja, jetzt brauchen wir noch was zum Aufziehen. Da hinten hat man die Kurbel. Können wir da jetzt wieder dran? Nein, können wir nicht. Das sieht doch auch zum Aufziehen aus. Sag ich doch. Gut, was haben wir hier? Drüben im Nachtschränkchen? Na, nicht. Auch nicht. Ja, gut, dann... Das stört mich gerade, dass ich die Tür offen gelassen habe. Na komm, so. Ordnung muss sein. Können wir das hier wieder aufmachen? Nein, können wir auch nicht. Okay. Yay! Yay! Ich kann mich nicht dagegen wehren. Yay! Oh, jetzt spielt hier alles, okay. Thank you.
Leute, sowas kann man doch nicht machen. Das ist doch... Ja, da ist der süße Hund. Da steht aber nichts, ne? Nein. Vaterseite, Mutterseite, okay. Hä? Was passiert? Oder was passiert? Da haben wir irgendwas liegen. Aber ja, die Runden, die wir gedreht haben, also scheinbar war es ja eben so, dass das Kind den Unfall von der Mutter oder beziehungsweise dann ja den Unfall halt mitbekommen hat. Und sich daraufhin herausgestellt hat, dass wir irgendwie nicht damit klarkamen, beziehungsweise der Vater nicht damit klarkam. Und sich ein wenig verändert hat. Was ist das denn? Ich möchte es erst sehen, bevor ich es aufnehme. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ja. Ist die Frage, wessen Haare es sind. Ja. Also wir haben den nächsten Gegenstand, wir haben die Leinwand, wir haben eine Grundierung, wir haben eine Farbe, wir haben einen Pinsel. Und wir haben ein riesengroßes Puppenauge. Natürlich. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich finde es tatsächlich ein bisschen störend, dass das Licht quasi erst eingeschaltet wird, wenn man im gewissen Entfernung ist. Boah, sowas kann man doch nicht machen. Ah ja. Nein. Hundi. Das hier zum Beispiel auch wieder. Ne? Licht, Licht. Ah nein. Oh, ja, ja, ja. Entschuldigung. Oder danke. Das ist doch angenehm, dass wir jetzt auch hier diese blöden Puppen haben. Unser Poesiealbum. Hey. Oder Fotoalbum. Das sieht nicht unbedingt gesund aus. Hat man hier schon was wieder gefunden? Hat man aber... Ja, ich zögere ein wenig, aber gut. Auf geht's, oder? Okay. Also doch ein Porträt. Jo. Da haben wir wieder die Haare. Zwei fehlen noch. Och jo, jetzt sind hier überall Puppen. Ey, ich krieg die Krise. Das muss doch nicht sein. Gone. Verschwunden. Naja, gut. Also, ich mach hier dann eine Pause. Vermutlich gibt es dann einfach nur einen Schnitt. Eigentlich würde ich gerne noch länger dran sitzen, aber ich muss so oder so eine Pause machen und deshalb mache ich dann, glaube ich, auch einen Aufnahmestopp. Nach dem Schnitt geht es dann für euch weiter. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Schauen, euer KV'n. Und das ist echt heftig. Aber ja, es geht dann gleich weiter. Ein wunderschönes Hallo bei Layers of Fear. Ich habe wieder Zeit gefunden, deshalb stelle ich mich wieder dieser Aufgabe sozusagen.
Und ich schau mal, wie weit ich hier komme. Gone. Verschwunden ist da irgendjemand. Wir haben ein bisschen in der Geschichte unserer Tochter rumgekramt. Und erfahren, dass da wohl auch nicht alles in Ordnung war. Wir haben Blut, wir haben einen Knochen, wir haben auch sogar Haare. Als Pinsel. Ich weiß jetzt gar nicht genau, so firm bin ich da nicht, was die Kunst angeht. Was wir da jetzt noch brauchen. Machen wir mal zu. Das können wir immerhin zumachen. Die restlichen Türen haben wir schon ausgerupft, warum auch immer. Ja, ganz viele Babys. Ja genau, für mich ist es jetzt ein großer Sprung. Für euch geht es jetzt gerade weiter, deshalb möchte ich mich gar nicht zu lang hier aufhalten. Und lass einfach mal die Farben tanzen, beziehungsweise einfach nur grau werden. Da gab es einen kurzen Ruckler. Da wurde scheinbar einiges geladen, ich hoffe. Dass uns das nicht negativ beeinflussen wird. Und logischerweise laufen wir hier dann jetzt im Kreis. Wir laufen einfach mal mit dem Uhrzeigersinn. Wo ist hier was los? Dieses Windspiel, das ist, ja. Genau, die Tür ist zu. Der war gerade auch nicht da. Dann gehen wir mal weiter. Das Bild hat man auch schon mal gesehen. Ich befürchte ja fast, dass uns das gleich irgendwie gegen den Kopf haut oder was. Und ich wollte aufhören mit diesen Voraussagen, was denn da passiert. Weil es entweder überhaupt nicht stimmt oder dann doch und hin und her. Die Kiste war auch gerade nicht da. Da liegen ein paar Bücher, dann schauen wir doch einfach mal hier rein. Was haben wir denn da? Nix. Ich finde es nach wie vor wunderbar, dass sich die Sachen ändern, je nachdem wie wir langlaufen. Finde ich einfach schön gemacht. So, machen wir mal aus hier. Strom sparen, wir haben keine Aufträge mehr. Irgendwer muss ja die Rechnung zahlen. Achso, das ist die große Schublade, verstehe. Und da kommen wir nicht weiter, weil hier die Bücher davor sind. Schade. Hier haben wir nirgendwo was drin. Also, wir sind auf der Suche nach diversen Schlüsseln, wie es aussieht. Hier können wir... Doch, können wir... Hallo, können wir... Hallo. Können wir schon, aber... Nein. Okay, ein Webstuhl. Ja, braucht uns nicht interessieren. Was gibt's denn hier? Nicht. Die ist vermutlich auch zu. Jawohl. Dann gehen wir mal zum Liegestuhl, zum VIP-Stuhl. Und diesmal so rum. Ich möchte nicht, dass da wieder was weggeht. Können wir das überhaupt so machen? Wir könnten es so machen. Hallo? Und weg ist der VIP-Stuhl. Okay, ja, okay. Das, ist jetzt wunderbar. Können wir das zumachen, damit man dann... Jawohl. Oh. Hallo? Hallo? Ich hab doch gesagt, ich zahle die Rechnung. Einfach zu vergessen, besoffen? Was heißt das im Delirium? Ja, da ist unser netter angemalter Stuhl. Das ist zu. Das ist zu. Und wir haben eine Leinwand. Sollen wir jetzt hier anfangen rumzupinseln, oder was? Da war doch gerade noch was. Ah, hier die Schublade. Nein, da ist auch nichts. Wunderbar, eine Kurbel können wir auch nicht drehen. Ich möchte nicht. Die Zeit geht vorwärts. Da würde ich ja fast vermuten.